So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren dunklen, bedrohenden Folge Star Wars The Old Republic. So, wir müssen anscheinend bloß wieder raus, wie mir scheint. SK-Attentäter? Soll es das schon gewesen sein? So. Beziehungsweise, es ist jetzt keine Gilde, die ich neu gegründet hatte. Es war mal eine Gilde, in die ich damals mal eingetreten war, als ich meinen ersten republikanischen Charakter gespielt hatte. Aber die Gilde war von Anfang an damals relativ inaktiv, dementsprechend. Bin ich automatisch dann irgendwann da zum Gildenmeister geworden. Weil ich dann irgendwann an dem Punkt der Einzige war, der dann noch aktiv gespielt hatte. Hat aber, wie gesagt, den Vorteil... Oh, jetzt müssen wir in den Norden. Hat aber, wie gesagt, den Vorteil, dass ich die Gilde nicht extra neu gründen musste, ne? So, jetzt müssen wir direkt in den Norden. Muss ich aber tatsächlich nochmal gucken, inwiefern man den Namen nochmal ändern kann. Ob man das über den Support machen muss? Denn ich bin mit dem Namen nicht ganz so d'accord, um es mal dezent auszudrücken. Den würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen Community-mäßig umändern. Dass der ein bisschen passender eventuell ist. Stehen aber auch überall goldene mittlerweile rum, ne? Ist ein bisschen... Und hier so. Wie gesagt, ich werde immer mal so ein bisschen die Augen offen halten, ob wir eventuell irgendwo mal ein Ray Elite treffen. Den werden wir dann dezent mal mitnehmen. So. Schauen wir doch mal. Sind wir schon mittendrin in dem, in die Katakomben, wie man, könnte man schon fast sagen. Hm. Gucken wir mal, ob wir hier durchkommen, ohne großartig irgendwas zu pullen. Mich wundert es gerade, dass wir hier drinnen mit einem Kampfläufer rumlaufen können. Normalerweise haben sie sich hier drinnen immer so ein bisschen von wegen... ne? Mehr oder weniger Flugverbotszone. So, sind wir noch richtig? Ja, sind wir noch. So. Das Gute ist, wir nähern uns schon wieder so ein bisschen dem Ende des Planeten. Ich sag, sobald man hier bei den SK angekommen ist, hat man schon so ein bisschen Land in Sicht. Dann haben wir tatsächlich bloß noch Voss und Corellia und dann dürfen wir mit dem Marodeur schon durch sein. Ich bin tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, aber das lasse ich euch dann tatsächlich wieder entscheiden. Dadurch, dass ich ja ein sehr, sehr großer Fan von Jacer Wilson bin, war ich zuerst ein bisschen am Überlegen, ob wir den Marodeur tatsächlich weiterspielen. Oh, wir wären anscheinend mit dem Transporter auch hier gelandet, wie es so aussieht. Ah, gut, dann... Müssen wir dann nämlich tatsächlich mal gucken. Denn das Problem ist, wir haben im Großen dann auf imperialer Seite oder beziehungsweise auf Sith-Seite. Oh, was ist denn das? Achso, Zusatzquest. Na gut, die brauchen wir nicht. Wir haben auf Sith-Seite dann tatsächlich schon beide Machtklassen durch, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Würden quasi nur noch Klassen überbleiben, die nicht mehr machtintensiv sind. Alternativ natürlich noch Republik, aber so schnell stirbt man nicht. Die republikanischen Klassen würde ich mir eigentlich ganz gerne für das Let's Play auf YouTube aufheben. Da würde dann alternativ halt bloß das Pendant hier zu unserem Marodeur bleiben. Was halt dann auch schon wieder so ein bisschen die Auswahl einschränken würde, ne? Welche Klasse wir spielen.
Das war jetzt nicht so cool. Bin ich mal gespannt, ob das ein Fehler war. Aber dürfte, glaube ich, nicht. Ich denke mal, so große Probleme dürfen wir hier eigentlich nicht kriegen. Oh, wir können mit Jaysa wieder ein Gespräch führen. Wir können mit unserer geliebten Jaysa wieder ein Gespräch führen auf dem Schiff. Ja. Die leistet ganz gute Arbeit. Die hat dann schon zur Hälfte alleine runtergekloppt. So. Gott sei Dank haben wir keine Killquest gekriegt. Das mag ich immer dezent nicht so wirklich. Kostet immer so unheimlich viel Zeit, wenn man das noch nebenbei macht. So. Ah, da sind wir schon. Ah, stimmt, das ist das. Ich erinnere mich. Jetzt dürfen wir wieder bösartig sein. Können wir gleich wieder ein bisschen dafür sorgen, dass die dunkle Seite wieder ein bisschen stärker wird im Wettkampf gerade, ne, um die Herrschaft in der Galaxis. Zurück, Sith. Ihr macht uns keine Angst. Der Sarge macht Witze, mein Sith Lord. Wir haben große Angst vor euch. Bitte, ihr müsst uns retten, bevor diese Bestien zurückkommen. Er weiß, was ihn erwartet, ne? Nur uns disrespected. Irgendwen interessiert das sicher. Mich nicht. Hier geht es nicht um das Imperium oder die Republik. Es geht darum, etwas Schreckliches aufzuhalten. Eure Freunde haben diese Monster erweckt. Wir sind hier, um sie für immer wieder einzuschließen. Unsere Freunde. In Orbit Tietgen, Li Jorkon in Sortet. Zurück! Bien folk dan mitov, makopiet ni horma, gurm genak. Das klingt immer so ein bisschen wie eine rückwärts abgespielte Schallplatte irgendwie, ja? Viele Eschkar sind zu meinen Füßen gefallen. Hm? Ihr hättet euch versteckt halten sollen. Im Hirfne, auf Regiest, li nix dick, tiestle, ile. Worauf wartet ihr? Tötet diese Viecher! Jik inter, mebeg drest pasiat dan ilbi, forkost in pain. Maro gialdest mat gzenki, duom kurz kilmiestra hulba. Nicht nur, dass die ihre Sprache ekelhaft ist, sie sehen auch noch ekelhaft aus. Genug Zeit verschwendet. Das Ende ist nahe. Ihr hennelt ik kark gwe. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Ganz so abwegig ist es nicht. Müssen wir tatsächlich mal gucken, inwiefern wir das in absehbarer Zeit tatsächlich mal machen. Wie gesagt, momentan kann ich es immer noch ganz gut selber handeln. Weil wir halt noch nicht so groß sind. Aber ab einem gewissen Punkt, gerade wenn wir dann abends auch immer mal mehr Zuschauer haben, wäre das nicht so abwegig. Hätte nicht gedacht, dass ihr so stark seid. Sind dann natürlich immer die Leute prädestiniert, die auch immer regelmäßig da sind, ne? Um es mal dezent zu sagen. Zwei Eschkar erledigt. Bleiben noch zwei republikanische Soldaten. Wartet! Immer langsam! Was haltet ihr von einem Handel? Ihr lasst uns gehen und wir erzählen euch etwas Interessantes. Seid still, Corporal. Das ist ein Befehl. Sarge, der Schlüssel zu Belsavis Gewölben ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Corporal Rand steht unter Schock. Es gibt keinen Schlüssel. Er versucht sich rauszureden. Vor allen Dingen, wir haben wieder Jaysa dabei, ja? Warum nimmt sie nicht einfach mal ihre Machtkräfte und gibt uns die Antworten, die wir suchen? Dabei wollte ich eigentlich gnädig sein. Wartet! Sarge blufft nur! Denkt an eure Frau, Treya, nicht wahr? Und den Jungen! Ihr wollt doch nicht, dass er ohne euch aufwachsen muss! Das wird er sowieso. Lasst uns gehen und der Schlüssel gehört euch. Captain Black hat ihn. Diese... Bestien.
haben ihn weiter in dieses Gewölbe verschleppt. Das wäre also geklärt. Findet Captain Black und der Schlüssel gehört euch. Jetzt lasst uns gehen und wir lassen euch in Ruhe. Ich lasse sie gehen, ja. Auf die andere Seite der Macht. Sergeant, Corporal, es war mir ein Vergnügen. Wartet, bitte, ich werde alles tun. Alles ist nicht genug. Alles ist nicht genug. So, gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ach, da unten. Okay. So, buffen wir gleich mal nach. So, den brüllen wir wieder dezent auseinander. Muss ich aber staunen, dass wir trotzdem ausgeruht waren, ne? Wir hatten uns ja mitten in der Wildnis ausgelockt. Das ist ziemlich komisch. Das ist ein wenig merkwürdig. So, wir müssen irgendwie nach unten. Das heißt, wir müssen den anscheinend sowieso eliminieren, ne? Dann. Glaube ich das? Der traut sich ja was. So, was der können kann, ist schon lange. Wir haben mal hier mit unseren eigenen Mitteln geschlagen, ja, glaube ich ja wohl. Schön ein bisschen das Lichtschwert durch die Gegend schmeißen. Finde ich halt immer noch so ein bisschen schade, dass sie die Lichtschwertfarben generell alle auf Gold ausgelegt haben. Ne? Ich fand das damals immer cooler, irgendwie, wenn man seiner Ausrichtung oder Zugehörigkeit dementsprechend immer seine Lichtschwertfarbe direkt gekriegt hat. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich nehme mal an, da werden sie es sich einfach, einfach gemacht haben. Weil seit Knights of the Fallen Empire quasi dieses alte Credo mit Jedi und Sith mehr oder weniger aufgelöst wurde. Außer cool gab es ja auch größtenteils dann immer die goldenen Lichtschwertklingen. So, gucken wir mal. Komm schon. Werter Gral, hier spricht Captain Black, könnt ihr mich hören? Captain, wie ist euer Status? Der Schlüssel ist verloren. Die Eshkar haben ihn. Und sie sind überall auf Belsavis eingesperrt. Ich verliere die Verbindung, Captain. Bleibt, wo ihr seid. Ich schicke ein Rettungsteam. Könnt ihr mich hören? Wir sitzen hier auf einem ganzen Nest von diesen Biestern. Versteht ihr mich? Verdammt. Ihr wollt mich haben? Na los, versucht's doch. Er hat es anscheinend nicht geschafft. So, machen wir das Holo nochmal. Ja, das weiß ich ja, aber wie gesagt. Colonel, ich habe mich um die Eshkar gekümmert, aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Früher brauchte man es halt nicht, da brauchte man keine Lichtschwertkristalle, um die Farbe zu wechseln. Die Eshkar ist schlimm genug, aber ein ganzer Planet. Wenn sie den Schlüssel verwenden, werden die Scheusale überall sein. Aber jetzt wissen wir, dass der Schlüssel existiert und haben eine Chance, sie aufzuhalten. Gute Arbeit. Ironischerweise war damals die goldene Lichtschwertfarbe einer der teuersten Farbkristalle, die es gab. Und jetzt hast du es standardmäßig drin. Das ist halt das, was ich meine. Aber wie gesagt, dadurch, dass du momentan gerade am Freitag dann, wenn du dann dein ganzes Vermögen zur Verfügung hast, wahrscheinlich den einen oder anderen Credit gebrauchen kannst, würde ich dir ruhig raten, verkauf das lieber. Denn wenn es dir nur um die Farbe geht, wirst du sicherlich auch nochmal günstigere Kristalle finden. Und
Du wirst ja sicherlich im Laufe des Levels sowieso noch das eine oder andere Lichtschwert kriegen. Das heißt, du müsstest die sowieso laufend nochmal austauschen. Was auch wieder Credits kostet, die rauszubauen, ne? Ich habe nicht mal geschwitzt. Die nächste Gruppe wird nicht so verwundbar sein. Der Geheimdienst hat die gefundenen Aufzeichnungen geknackt. Offensichtlich ist dieses Gefängnis mehrere tausend Jahre alt. Von Wesen namens Rakata errichtet. Anscheinend waren unsere Freunde damit beschäftigt, jede Spezies auszurotten, die sie finden konnten. Diese Rakata haben die Eshka dezimiert und die Überlebenden hier in Stasis gehalten. In Stasis? In Stasi gehalten? Jeder hat jeden bespitzelt. Die Eshka werden da fortfahren, wo sie aufgehört haben, wenn wir sie nicht stoppen. Ihr habt recht, mein Sith Lord. Und ich weiß auch, wie ihre Fluchtpläne vereitelt werden können. Als ihr fort wart, haben die Messungen der Eshka-Aktivitäten Spitzenwerte erreicht. Ich habe einen meiner Offiziere geschickt, um nachzusehen. Und sich Verbrennungen zweiten Grades und ein paar gebrochene Rippen zu holen. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe einen Eshka-Lieutenant gesehen, schwer bewacht und bis an die Zähne bewaffnet. Er zog randalierend von Gewölbe zu Gewölbe und hat seine Freunde ohne Probleme befreit. Die Bestie hat unseren Schlüssel. Und wenn wir ihn nicht bald aufhalten, können wir Belsarvis auf Wiedersehen sagen. Und auch der Hoffnung, die Schreckensmeister zu befreien. Unsere Mission auf Belsarvis wird nicht von einem Haufen meuternder Fremdlinge vereitelt. Dafür sorge ich schon. Ausgezeichnet. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Commander Callum wird nicht riskieren, dass die Eshka von Belsarvis entkommen. Er wird den Planeten aus dem Orbit bombardieren, wenn wir scheitern. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, mein Sith Lord. Bitte, erledigt den Eshka und holt euch den Schlüssel, bevor es zu spät ist. Sehr schön. Haben wir mit jeder Antwortmöglichkeit wieder Einfluss bei Jacer bekommen. 2000 Einfluss, allein für die paar Dialoge gerade. Es lohnt sich tatsächlich ziemlich gut momentan. So, müssen wir wieder nach oben? Ah, wir müssen wieder nach oben. Wir müssen generell wieder raus, habe ich das Gefühl, ne? Akata-Transporter. Wir müssen offensichtlich wieder komplett raus. Hätte man jetzt rein theoretisch auch sagen können, wir teleportieren uns wieder zum Haupt-Dings. Naja, das Gute ist. Das Gute ist, der Golden ist noch nicht respawned. Da können wir dezent nochmal durchlaufen. So. Vielleicht haben wir Glück und hier scheint gerade jemand durchgerannt zu sein, habe ich das Gefühl. Jetzt sind alle Mobs schon mal beseitigt, das ist sehr angenehm. Das ist sehr angenehm. Aber gleich schon wieder ein Level up, ne? Ich sag ja, wenn wir mit der Classic Story durch sind, dürften wir um die Level 60 sein, vielleicht sogar höher. Das ist schon... Ja, könnte man ja mal gucken. Begleiter. Gefährten und Kontakte. Jacer Wilson. Aber man sieht. Okay, ich verstehe zwar nicht. Noch hat Wett ein klein bisschen Vorsprung vor unserer Jacer, ne? So, guck mal gleich mal, wo wir als nächstes hin sollen. Machen wir mal das hier als nächstes. Guck mal, wow. Ich bin fast reingelaufen, glaube ich das. Wer ist doch beinahe reingelaufen? Hast du dich also doch dafür entschieden, ihn selber zu verwenden? Ja, wie gesagt, sobald du Abo hast,
Geht das wieder ein bisschen schneller mit Credits verdienen? Da ist das dann nicht mehr ganz so problematisch. Oh, guck mal einer an. Story-Abschnittsbereich. So, okay. Oh. Genug herumgehangen. Dann wollen wir mal. Alter, die halten ja ganz schön was aus hier. Die halten ganz schön was aus. Ich bin tatsächlich mal auf Darth Baras Schwester gespannt. Bin ich mal gespannt. Hm. Muss ich mich tatsächlich dann entscheiden, ob ich sie töte oder ob ich sie tatsächlich am Leben lasse. Ich würde natürlich eigentlich ganz gerne die Möglichkeit nutzen und die Schwester von Darth Baras am Leben lassen, ne? Meine alte Schwester mit den Damen wieder. Hm? Das ist schon mal sehr schön. Bräuchten wir zwar rein theoretisch nicht, aber werden wir mal mitnehmen, einfach weil wir es können. Glaube ich das? Die traut sich was. Schmeißt mir hier einen Kettenblitz ins Gesicht. So, das passt gerade ganz gut. Da kommt nämlich ein Ekelhaften gerade. So. Jetzt habe ich was gut. So. Nochmal so eine andere Sache. Wo sich gerne schon mal drauf vorbereitet werden kann. Beziehungsweise wer das vielleicht hat. Ich würde ganz gerne mal Wochenende das ein oder andere Mal The Forest mit Zuschauern spielen, ne? Aber wer The Forest haben sollte, dann ruhig schon mal melden bzw. bereithalten. Alternativ, eventuell sich vielleicht das nochmal holen, ne? Das werden wir dann auch öfter mal spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch auf 4 Leute begrenzt ist. Ursprünglich waren es immer 4 Leute, mit denen man das spielen konnte. Aber das bietet sich immer ganz gut an, weil man dann halt dementsprechend immer einen chilligen Stream-Up machen kann. Und weil ich es tatsächlich ziemlich geil finde, das Spiel. Das hatten wir eine ganze Reihe ja schon mal im Stream gespielt. Würde ich ganz gerne quasi in der zweiten Season mal mit Zuschauern starten. So. Wer da also dran teilnehmen möchte, ne? Dementsprechend entweder sich das Spiel noch zulegen oder, wie gesagt, wer das schon haben sollte, dann gerne bei mir mal melden. Denn tatsächlich macht es in der Gruppe noch mehr Spaß, als wenn man es jetzt nur alleine spielt. So, sehr schön. So, wer das Spiel vielleicht nicht kennen sollte, gerne mal auf unserem YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Ne? Da haben wir mehrere Stream-Folgen von The Forest schon hochgeladen. Ich glaube, um die 17 Folgen oder so waren es, glaube ich. Kann man sich gerne quasi schon mal vorinformieren über das Spiel, was euch erwarten sollte. So. Letzten Attentäter hier noch schnell beseitigen. Ah. Erstaunlich, aber dass er da einen Unterschied gerade gemacht hat, ne? Waren anscheinend zwei unterschiedliche Arten von
von Mobs, die wir gerade töten mussten für die Quest. So, sehr schön. Ja, wie gesagt, am besten ist es halt immer so eine Sache, immer im Sale zu kaufen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es das bei MMOGA oder anderen Seiten da auch gibt. In der Regel ist es da ja meistens deutlich günstiger. Also wer sich das vielleicht noch holen will, ruhig alternativ da nochmal gucken. Ich glaube, da ist es tatsächlich sogar günstiger. So. So. Wie gesagt, der ein oder andere ist meistens immer nicht so ein Freund von diesen Keyseller-Seiten. Weil da dementsprechend immer mal so ein bisschen weniger Umsatz bei den Entwicklern ankommt, aber ich sehe das immer relativ, weil also in meinem Fall, ich mache ja dementsprechend dann immer kostenlos nebenbei gleich Werbung, wenn ich die Spiele spiele, logischerweise. Und andererseits sage ich mir dann halt auch immer, es spielen dann einfach mehr Leute, wenn die Preise günstiger sind. Sorgt halt dann dementsprechend auch dafür, dass das Spiel wieder ein bisschen bekannter wird. So. Bin ich tatsächlich mal gespannt, wann bei Star Wars The Old Republic hier das nächste Kapitel vom Addon kommt. Jetzt sind ja doch schon ein paar Monate wieder vergangen, seit das Addon rausgekommen ist. Müsste ja dementsprechend bald mal wieder ein neuer Inhalt kommen. Gehe ich jedenfalls mal stark von aus. So, sehr schön. Musste man anscheinend wirklich alle Mobs hier drin umhauen, ne? Kriegen wir überhaupt genügend zusammen? Das verwundert mich gerade so ein bisschen. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier weniger haben, als wir brauchen. Ah, oder es ist in mehrere Abschnitte eingeteilt hier gerade, was wir hier machen. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Aber es sind doch jetzt eigentlich überall die Wesen, oder? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Zwei Stück fehlen noch. Müssten wir doch rein theoretisch irgendwo zwei übersehen haben. War ernsthaft zwei übersehen? Ah ja, hier sind noch zwei. Schnappen wir uns die hier mal. Ja, ist dezent. Ordentlich Schaden pumpen. Ah, ja, schon. Müssen wir den goldenen anscheinend auch nochmal, der hat gar nicht gezählt. Er hat gar nicht gezählt. So schnell stirbt man nicht. Hm. Schön dezent alles draufwerfen, was wir haben. Diese Geräusche immer, wenn er geschlagen wird, ne? Ah, okay. Früher gab's das tatsächlich da immer. Früher, vorm Krieg. So. Oh, neues Lichtschwert. Ein neues Lichtschwert. Präzisionswert. Achso, das waren beides die gleichen. Angriffskraft. Tauschen wir unsere Haupthandwaffe aus. So, ich würde sagen, wir machen mal ein kurzes Folgenpäuschen. Wir nähern uns nämlich gerade der halben Stunde. Nächste Folge werden wir uns weiter durch die Katakomben hier schlagen. Wir nähern uns tatsächlich schon langsam aber sicher schon wieder dem Ende
der Planetenquest und der Klassenquest auf Belsarvis. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, ganz gerne ein Däumchen lassen. Würde mich tierisch freuen. Wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo. Dann verpasst ihr keinen neuen Content mehr. Und könnt mich kostenlos gleichzeitig ein bisschen unterstützen für meine Arbeit hier auf dem Kanal. Und ja, bleibt mir eigentlich bloß noch zu sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.